Die Mediengruppe des Jugendcafé Frankenbach in Heilbronn stellt sich vor. Zu unserer Gruppe gehören Patrick, Gerdi, Hedija und Sebastian. Hier sind sie bei unseren Projekten und bei der Bearbeitung von Filmmaterial zu sehen. Wir sind zu Besuch beim Projekt Playtime in Schorndorf. Jugendliche haben in den Sommerferien eine Theater- und Aktionswoche rund um das Thema Wasser organisiert. Die Teilnehmenden haben die Wasserfirma Water Factory gegründet und sich Plakate und Werbeslogans ausgedacht. Auf dem Marktplatz haben sie ihre Werke präsentiert. Zu Gast in dieser Woche war auch eine Theatergruppe aus Bolivien. Sie ist mit der Kinderkulturkarawane unterwegs. Sie haben Musik und Pantomime zum Thema Wasser beigetragen und die Jugendlichen zum Mitmachen animiert. Alle bereiten sich auf die Aufführung am Abend vor. Den Organisatorinnen wurde ein Spendenscheck überreicht. Die bolivianische Gruppe spielte ein Stück über die Privatisierung von Wasser. In Heilbronn beschäftigten sich die jungen Mädchen vom Verein Sputnik e.V. mit dem Thema Was für ein Theater mit Facebook. Auftritte im Bürgerhaus Böckingen und der Stadtbibliothek waren ein großer Erfolg. Im Jungbusch in Mannheim trafen sich 9 Jugendliche von Mai bis zu den Sommerferien, um einen Song und ein Musikvideo zu performen. Die Jugendlichen haben angefangen, sich über ihren Song Gedanken zu machen. Sie schlüpften in verschiedene Rollen und versuchten sich im Beatboxen. Mit dem Looper nahmen sie ihre Musik, die sie fast ohne Instrumente machten, auf. So entstand eine ganz innovative Art des Musikmachens. Als Abschluss des Projekts wurde dann im August eine Projektwoche organisiert, die mit einem Abschlusskonzert am 3. August endete. Im Jugendhaus Heilbronn-Sontheim ging es ein Jahr lang um Mädchenförderung. Es ging um Themen wie Ausbildung, Studium, MINT-Berufe, aber auch ein Besuch an einer Hochschule und Workshops gehörten dazu. Der Spaß kam nicht zu kurz. Ausflüge und gemeinsames Kochen gefiel allen. Das Partnerprojekt Here We Are brachte den Landesverband Baden-Württemberg der Sozialistischen Jugend Deutschlands und die DITF-Jugend zusammen. Es wurden viele verschiedene Aktionen auf die Beine gestellt. Es gab ein Grillfest für die Arbeiterjugend, Kicken gegen Rassismus. Die Aktion Lebendig an der Neckar. Teilnahme am Kinderspektakel in Mannheim. Mehrere Veranstaltungen im Rahmen Kicken gegen Rassismus. Und ein Freundschaftsfest. Die alevitische Gemeinde Mannheim e.V. leitete das Projekt Integration sieht noch jünger aus. Angesichts des 60-jährigen Jubiläums von Baden-Württemberg versuchte die Projektgruppe Jugendliche für das Thema Integration zu gewinnen und sie für die Jugendarbeit zu aktivieren.